Was bist denn du? Fiberglass, Quantum Blubdiwub. One Run Virtual Particle Forge. Cargo. Oh, 1200. Ah, ich schweineteuer. Das kostet 900. Processing Machine. Was ist denn du schon wieder? Ich gehe zu dem, was ich schnell kenne und anzuwenden weiß. Mach einfach Robo-Speed. Go. Und dich beschleunigen? Ja, nein, vielleicht. Sobald Kupfer mehr ankommt, wird es da auch. Ja, machen wir es mal schneller. Fabrik, go. Und dann, also Kupfer ist einigermaßen gefixt, Holz ist einigermaßen gefixt, dadurch auf die roten Tränke. Jetzt sollte ich die Pellet-Geschichte und allgemein die Stromgewinnung ein bisschen im Auge behalten. Das waren 3400. Also mal. Ich schätze 3200. Achso, das ist falsch. Das ist falsche Kiste. 3400, das hält sich. Trotzdem kein gutes Zeichen. Ja. Okay, ich husch hoch zu der Stelle, wo die Module weiter hergestellt werden sollten. Das hat ein Giruwehr auch schon mal angefangen, ne? Ich habe ein riesen Déjà-vu mit dem Gold. Das Gold geht jetzt hier runter, aber das ist nicht dafür da, dass es eigentlich da sein sollte. Das ist für die Blautrankproduktion, nicht für die Module. Das da. Aber, oh nee doch, Giruwehr hat es doch schon gemacht. Okay, das heißt, die hätten wir schon beschränken. Die hätten wir schon mal. Und für die Grün bräuchten wir die Ferric Chlorine Solution und für eine Nullbretter. Für eine Nullbretter sind jetzt wiederum oben, was nicht ganz so schön ist. Das heißt, ich reiß das Ding hier wieder ab. Ja, Gold ist hier unten und der ganze Rest ist oben. Und dann eine Modulsache hier unten herstellen und die andere Sache oben herstellen wäre unpraktisch. Und ich habe keinen Bock, jetzt auch noch für eine Nullflüssigkeit nach ganz unten zu bringen. Das heißt, wir klemmen uns bei Gold und Kupfer zwischen, bauen da die Fabrik für Module Contacts wieder auf und gucken dann weiter. Also hier ist Kupfer, da ist Gold. Das heißt, ich hätte gerne hier ein Riss in der Matrix. Und schnapp mir hier Kupfer. Und leg das da so hin. Und habe hier keine Stromabdeckung. Nur kurz gucken, ob ich das einigermaßen. Ja, okay. So, du. Tada. Bitteschön, Dankeschön. Rein und Kiste. Wie gesagt, beschränken auf 3 Stacks und das Glas wieder rein. Ah, das wäre die. Und dann, du brauchst Copper und Tin. Das wäre hier ja auch quasi gerade um die Ecke. Das heißt, wir machen das einfach ein bisschen weiter. So. Und dann intelligentes Ärmchen, das auf die linke Seite legt. Nur Zinnplatten. Und dann hier ein anderes Ärmchen, das von unten rechts und nach oben legt. In eine Fabrik. Das da herstellt. Und jetzt brauchen wir noch die Solution.
die Mist. Die war doch gar nicht hier oben. Die war hier. Ja, es ist ja fast oben. Ist schon okay. Also wir brauchen erstmal die Phenolbretter. Das sind Phenolbretter, ne? Ja. Phenolic Board. Die kommen jetzt. Wofür bräuchten wir dich? Ja, du musst auch mal nach oben. Oh, die brauchen keine weißen Chips. Nö, ist alles okay. So, mitnehmen. Also, Phenolflüssigkeit müsste bitte. Auf. Nach oben. Zusammen mit. Oh, ist am besten. Zusammen mit den. Also die Ferric Chloride Solution müsste nach oben zusammen mit den Phenolbrettern. Also, go. Die Daumen. Keine Ahnung, wofür das Ärmchen gerade da war, aber jetzt wird es nicht mehr gebraucht. Achso, falls ich. Ah, hier waren auch mal Crystallizer, als ich noch der Meinung war, auch wir werden die ganzen Crystallizer schon irgendwann später nutzen können. Nö, nö, nö. Und Untergrund. Da mach ruhig die gelben, ist vollkommen egal. Für die kleinen können wir auch die gelben nutzen. So. Da hoch. Wobei dann dieses Mischmasch jetzt ein bisschen Verschwendung ist, dann gut. Kommen wir nicht so gut durch. Planänderung. Wir gehen nach rechts zur Lebenslinie. Das ist, glaube ich, angenehmer. Statt hier kreuz und quer durchzugehen. Dafür müssten wir jetzt allerdings dich da wegnehmen und hier oben hinsetzen. Von da nehmen, hier auch ein Fließband und ab dafür. Ja, wo genau, da habe ich keine Ahnung. machen wir es mal hier mit lang. Hm? Nicht lang. Okay, dann halt auf die harte Tour. Oh Mist, die gehen in verschiedene Richtungen, ne? Okay, warte. Das krieg ich hin. So, du gehst von oben nach unten, von oben nach unten. Du gehst von unten nach oben und die restlichen gehen wieder von da nach da. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts kaputt gemacht. Wir haben hier null Lichter. Das ist kein gutes Zeichen. Basis muss immer und überall hell leuchtet sein. Will ich sehen, was für einen Unfug ich mache. So, hier geht es weiter nach oben. Sprühe ich da irgendwas gegen? Nö. Oben. Ja, geil. So, das ist nicht mal dafür da, ne? Oh doch, ist es. Ja. Bin ich hin? Kommt gleich. Okay, also Phenolbretter sind dafür schon mal da und dann brauchen wir gleich nochmal die für jene hier. Die bekommen dann ebenfalls Phenol.
erstmal oben irgendwie. So. So, ja, wird das jetzt hier bekommen? Muss ich gleich schauen. Also Ferric Chloride Solution ist das nächste. Und dann kriegst du hier noch ein Ärmchen und eine Kiste. Brauchen wir Kisten? Huge. Und da nimmst du von unten links, legst nach oben links. Keine Goldplättchen, nein, sondern da. Da. Oh, die hier brauche ich alle gar nicht, was? Ah doch, dafür. Okay. Dafür bräuchten wir noch Plastik und Alu. Alu wäre da. Plastikbarren sind wieder ganz woanders. Richtig? Hier irgendwo, das ist Silizium zu Sandmixture zu Glas. Ich glaube, Plastik war in der Mitte. Das heißt, wir könnten das dann auf das neu verlegte Fließband, das jetzt da ganz außen rechts lang läuft, mit drauf mogeln. Auf das da. Und das ist Plastik. Ja, das sollten wir hinkriegen. Diese weite Strecke überbrücken. Gehen wir hier ab. Und legt das aber da drauf. Jo, sehr schön. Allerdings ist die Plastikproduktion jetzt hier nicht so massiv. Ich habe nichts gesagt. Okay, das läuft. Also Plastikkorn, Funnelbretter, Chloric Solution. So. Nehmen wir doch den Weg. Nö. Machen wir es ordentlich und machen es bei der Lebenslinie. Und machen da eine neue Line auf. Sicher, dass das hier die letzte ist? Nein, da ist irgendwas. Was bist du? Naphtha! Okay, also das ist die Stelle für Naphtha. Sollte ich hier dann auch schon mal, ne, hinlegen, sonst passiert genauso was wie eben gerade, wo ich denke, oh, das ist ja frei. Und dann baller ich da irgendwas hin, was da nicht hingehört. Achso, hier schon vorbei? Da schon vorbei. Wie dann daneben. Das ist jetzt für Ferric Chloride. Also Eisenchlorid, irgendwas. Und das können wir hier schon abzwacken. Jo, läuft. Und es muss weiter nach oben. Da gibt es kein Muster für, wie es da hochgelegt werden soll. Ne? Ja. Die anderen Mittelchen kommen nicht so hoch. Hier haben wir aber eine Höhe. Und zwar... Du weg. Ja, so geht das. Und dann... Hier lang. Dann. Und zacken. Sollte jetzt doch. Warum arbeitest du nicht? Achso, du bist schon voll. Du bist voll. Du arbeitest. Beschränken auf 3 Stacks. Beschränken auf 3 Stacks. Du brauchst noch Kupfer. Jeder braucht Kupfer, verdammt nochmal. Ja, nimm dir von da ganz hinten nach oben rechts.
Ja, aber da kannst du sogar bis zur Fabrik hin, ne? Oh, muss ich aber ganz schön strecken. Von links nach oben, rechts. So. Und filter das bitte. Kupferplatten. Oh, es geht schnell. Und Zinnplatten. Hätten wir nicht mal ein siegendes Ärmchen nehmen müssen, ne? Nö. Okay, warte. Blaue Ärmchen. So. Und Fündelbretter, da können wir ganz normal. So. So. Okay, dann hätten wir jetzt doch, wenn ich das richtig sehe, alles, was wir brauchen für... Nein. Absolut nicht. Wir bräuchten jetzt noch Basic Electronic Components, Transistor und Solder alles hier oben, was ja normalerweise mittig angeordnet ist. Ja, ich kann dich schon mal hier drüber packen. Du machst... Ja. Okay, warte. Nein. Das sollte ich jetzt schon so ganz rudimentär in die Zukunft gerichtet aufbauen. Also das hier ist, ne, temporär. Das ist einfach nur, ne, erstmal haben. Mach das mal hoch. Keine Fließbänder mehr. Hoch. Dann hier. Das heißt, wir haben ein bisschen Abstand, um das Ganze später, ne, zu erweitern. Nicht viel, aber das reicht erstmal. Und dann bräuchten wir jetzt hier jeweils eine Fabrik pro. Ich reduziere die Reichweite immer weiter. Eine Fabrik pro Dings. Das machen wir mal blau bitte und machen einmal grün. Das sollte mir am Anfang jetzt am wichtigsten sein. Geschwindigkeit oder Stromverbrauch. Reduzieren. Oder beides. Das heißt, die bekommen jetzt jeweils Weißbretter, die beide brauchen. Richtig, richtig. Dann kommt auf dieses Fließband auch noch Solder und auf ein anderes Fließband die anderen beiden Sachen. Basic Electronic Components und Transistors, okay. Also Solder, Basic Comp und Trans. Base Trans Comp. Das klingt wie ein Firmenname. Base Transcom Limited United oder so ähnlich. Hier. Ja. Nehme er bitte von da hinten nach da hinten. Oder? Ein Fließ. Nee, auf ein Ärmchen zu einem Ärmchen. Brauchen wir die linke Seite von dem Fließband hier? Ja, für die Trans-Dinger da eigentlich. Aber da kommt kein Tin Copper Wire an. Warum auch immer. Das heißt, wir könnten dieses Fließband hier komplett. Ja. Dieses Fließband hier komplett. Komplett mit nach oben laufen lassen. Das hat schon die beiden Sachen drauf, die wir brauchen. Und dazu dann noch hier das andere mit dem Solar. Das wird nicht reichen, ob ich es genau sie dabei habe. Und eventuell auch nicht an Underground Bells. Aber es ist eine schöne Fügung. So, das läuft. Das muss ich jetzt in der Später nur noch anschließen. Warum kommen jetzt keine Tin Copper Wire? Weil kein Copper ankommt, ja? Weil das Copper vorher weggefressen wird. Für die Rottrankproduktion. Also es wird immer noch nicht genug Kupfer hergestellt. Was mich wundert, weil wir haben es ganz schön geboostet. Also mehr als verdoppelt.
Also theoretisch, wenn irgendwann keine roten Tränke mehr gebraucht werden und keine blauen Tränke mehr gebraucht werden, dann hätten wir noch Kupfer über. Aber ich denke, das kommt nicht so schnell.